Guten Tag, sehr geehrte Zuschauer, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Heute ich präsentiere einen kurzen Vortrag über Mitochondrien. Wieso sind die Mitochondrien so wichtig für uns? Hier sehen wir eine Zelle. Die Zellen, wir haben in unserem Körper, es gibt mehr als 200 verschiedene Arten von Zellen. Die haben aber das gleiche Design, sozusagen. Seit Virchow, Rudolf Virchow hat gezeigt, dass alle Lebewesen sind komponiert von Zellen. Wir wissen ja, dass die Zelle hat eine spezifische Struktur. Eine Zelle hat immer einen Zellkern. Hier ist ein Zellkern, wo alle Informationen über diese Organismen gespeichert sind und hat verschiedene Strukturen, die versorgen die Funktionen von unserem Körper. Zum Beispiel hier ist Golgi-Apparatus, der produziert verschiedene Komponenten wie Eiweiß, verschiedene Signalmoleküle, hier ist Golgi-Apparatus. Da gibt es mehrere Millionen von Ribosomen, die synthesieren Eiweißmoleküle. Und für diese Prozesse Zellen brauchen immer viel Energie. Und diese Energie wird von Mitochondrien produziert. Hier sind die Mitochondrien. Jede Zelle hat mehrere Hunderte bis mehrere Hunderte, Tausende von Mitochondrien. Mitochondrien sind nicht nur Kraftwerke für unsere Zellen, die sind auch wichtigste Sensoren. Die spüren alles, was passiert in der Umgebung von Zellen und transformieren diese Signale in freie Radikale. Diese freien Radikale werden immer gestrahlt und die geben Signale zum Zellkern. Ja? Immer Zellkern muss sozusagen wissen, was passiert, wie kann diese Zelle dann anpassen an Variationen von Umgebung. Und bestimmte Menge freier Radikale muss immer sein. Wann es ist aber zu viel, dann entsteht schon bekannter oxidativer Stress. Deswegen, wir sehen, alles von Mitochondrien wird bestimmt. Nicht nur Energieproduktion, aber auch sensorische Funktionen von Zellen und alle Anpassungsprozesse, Adaptationsprozesse. Und die gesunden Mitochondrien versorgen viel ATP. ATP, so ungefähr 95% von allen Energieressourcen als ATP, bekommen unsere Zellen von Mitochondrien. Also Mitochondrien immer bekommen Sauerstoff und Nutrienten. Und die produzieren ATP-Energie, ja, die produzieren auch CO2 und Wasser. So ähnlich wie Motoren, ähnlich wie Otto- und Dieselmotoren, die unsere Autos bewegen. Und diese Prozesse sind natürlich sehr, sehr kompliziert. Es gibt mehrere molekulare Maschinen in Mitochondrien. So, Mitochondrien haben zwei Membranen, eine äußere Membran und innere Membran. Und da gibt es tausende von solchen Komplexen, die metabolisieren Sauerstoff und produzieren ATP. Also alles funktioniert reibungslos wie einen Motor. Hier sehen wir einen Ottomotor, ein neues Motor, produziert genug Energie, um Auto zu bewegen, aber mit Zeit, dass einige Teile von diesem Motor gehen kaputt. Ja, zum Beispiel verschiedene Klappen und alles, was bewegt und kann auch rastet. Deswegen, die beschädigten Mitochondrien produzieren deutlich weniger ATP. ATP-Produktion sinkt, aber Produktion von freien Radikalen steigt.
Und solche freie Radikale haben schon, die verursachen schon größere Schaden, nicht nur für Mitochondrien selbst, auch für die Zellen. Und solche Zellen können kaputt gehen. So solches Prozess kann auch verursachen riesige Schaden in Zellen, Organe und die unsere körperlichen Systeme. Deswegen Kontrolle von mitochondrialer Qualität ist ganz, ganz wichtig. Mitochondrien sind so verbreitet in unserer Welt, dass die alle Lebewesen, die konsumieren Sauerstoff, die enthalten Mitochondrien. Riesige Menge von Mitochondrien, ungefähr 10% vom Körpergewicht ist Mitochondrien, sind Mitochondrien. Und die Mitochondrien produzieren gigantische Energie. Zum Beispiel, man vergleicht, 1 Gramm von Mitochondrien produziert viel mehr Energie als 1 Gramm von unserer Sonne. Unsere Sonne, die versorgt Energie für das ganze Planetensystem. Die Mitochondrien sind weiblich. Alle Mitochondrien, die wir haben, kommen von Eizellen. Nicht einzige Mitochondrie normalerweise kommt von einem Spermien, weil die Eizelle ist riesig und die enthält mehrere Tausende von Mitochondrien, ungefähr bis zum 80-100.000. Aber ein Spermien enthält nur 1 bis 2 kleine Mitochondrien und nach der Befruchtung, diese Mitochondrien werden zerstört. Also Zellkern bekommt dann ein Stück DNS vom Spermien und dann entsteht eine befruchtete Eizelle. Die Mitochondrien aber gehören nur zum Mutter. Das ist ein ganz wichtiger Prozess bei allen Säugetieren. Das Qualität von Mitochondrien bestimmt alles. Hier ist eine Darstellung vom Bioenergetic Paradigm of Aging and Degenerative Diseases von Douglas Wallace. Douglas Wallace ist einer der führenden mitochondrialen Forscher und ich hoffe, er bekommt endlich den Nobelpreis, den er schon lange verdient hat. So, Mitochondrien bestimmen natürlich eine gute Energieproduktion, Redoxregulation, auch Speicherung von Kalzium in unseren Zellen. Aber mit entstehenden Schaden, Mutationen von Mitochondrien, entsteht erst Energiemangel, Apoptose dann, also die zerstörte, sozusagen kontrollierte Zerstörung von den Zellen. Und Alterungsprozess. Mitochondrien sind verantwortlich auch für degenerative, bestimmte mehrere degenerative Prozesse, neurodegenerative Prozesse bei Kardiomyopathie, natürlich Krebs, also fast alles bestimmt bei Mitochondrien. Und Kontrolle von mitochondrialer Qualität ist auch ein laufender Prozess. Sehen Sie, zum Beispiel, da sind die gesunden Mitochondrien. Dann während normale bioenergetische Prozesse bestimmte Menge von Mitochondrien wird beschädigt. Ja? Solche Mitochondrien werden dann geteilt von gesunden Mitochondrien und dann kommen die in sogenannten Mitophagie-Prozess. Also Körper hat eine feine Maschine von Zerstörung von beschädigten Mitochondrien. Und dann bleiben nur die Reste, mitochondriale Reste, sogenannte Lipofuszin in den Zellen. Und mit alter Sauerstoffverbrauch ändert sich auch sehr, sehr drastisch. Wir sehen hier eine Darstellung von Oxygen Consumption, sogenannte VO2 Max, also maximaler Sauerstoffverbrauch. Bei gesunden und trainierten Leuten, es ist ungefähr, fängt an bei 40 Milliliter pro Kilogramm pro Minute und dann
zum Alter 70 zum Beispiel, es ist praktisch zweimal weniger. Bei hochtrainierten Athleten, wir sehen, es fängt dann mit 70 und dann es sinkt zum 70 Jahre alt zum Beispiel, sinkt nur bis 60. Also ein riesiger Unterschied. Und je länger halten wir das bessere Sauerstoffverbrauch, desto besser ist unsere Gesundheit. Hier sehen wir eine Korrelation mit allen physiologischen Werten. So, je weniger Sauerstoffverbrauch, desto schlechter die Werte, die ändern sich. Ja? Schauen Sie mal, Heart Rate, ja, so hoch Herzfrequenz zum Beispiel sinkt, ja, und Nervenkonduktivität sinkt und Nierenblutfluss und natürlich Fertilität, ja, bei Frauen es ist schon 50 schon null, bei Männern ist ein bisschen länger, aber auf jeden Fall alles korreliert mit Sauerstoffverbrauch, alles korreliert mit mitochondrialer Qualität. Und dann, wir sehen natürlich die anderen Werte, entsteht die Osteopenie, Osteoporose, bei Frauen besonders schnell, weil Östrogen und Progesteron sinken viel schneller bei Frauen in Menopause. Und auch wir sehen dasselbe in unserem Gehirn. Die Neuronen werden auch zerstört im Alterungsprozess. Ja, und die Gehirn schrinkt auch. Heute ist ein heißes Thema natürlich Coronavirus. Und wir sehen, dass Coronavirus, die Menschen, die haben mehr beschädigte Mitochondrien, die haben viel größere Probleme mit Coronavirus. Da sind die Menschen mit Diabetes, mit Bluthochdruck. Also Mortalität bei diesen Menschen ist viel höher, weil Mitochondrien sind nicht mehr so aktiv und die können nicht versorgen antivirale Defense, antivirale Schutz. Gegen, nicht nur gegen Viren, auch gegen alle anderen Infektionen. Was passiert dann bei mitochondrialer Alterung, mitochondrialer Mutationen? Das Prozess heißt eigentlich, der Prozess ist schon gut geforscht, das heißt Clonal Expansion of Mutated Mitochondrial DNA. Also Mitochondrien in unseren Zellen, besonders in lang lebende Zellen, zum Beispiel wie bei Gehirn, bei Neuronen. Wir sind so alt wie so unsere Neuronen, ja, und umgekehrt auch. Solche Mitochondrien mit Zeit werden mehr und mehr beschädigt, weil mitochondriale DNS wird kleiner und kleiner, weil freie Radikale machen hier Schaden zum Beispiel. Dann solche Mitochondrien produzieren noch mehr freie Radikale. Da sind die freien Radikale und noch mehr Schaden entsteht. Und am Ende, wir sehen ganz kurze kleine mitochondriale DNS und solche Mitochondrien, genau sind die älteren Mitochondrien, die produzieren viel Schaden und wenig ATP. Und das passiert bei ganz guter, normaler sozusagen Umgebung. Zum Beispiel immer genug Sauerstoff, immer genug Nutrienten, die besten Nutrienten, Bioqualität mit allen Vitaminen. Aber mit Zeit, solche Zellen enthalten mehr und mehr beschädigte Mitochondrien. Wieso? Weil es fehlt hier das Prozess von besserer Kontrolle von Mitochondrien. Also Mitochondrien Quality Control fehlt hier mit zunehmendem Alter und mit chronischen Krankheiten. Dieser Prozess wird gebremst und beschädigt. Das ist schon lange bekannt. Es gibt mehrere Forschungen, Publikationen, die zeigen, wie entwickelt sich dieser Prozess. Und Sie wissen ja, dass in voriges Jahr es war Nobelpreis gegeben für
Gruppe von Wissenschaftlern, so unter der Leitung von Greg Semenza. Die haben erfunden viele, viele wissenschaftliche, ganz wichtige Funktionen vom HIF-1-Alpha, Hypoxia-Inducible Factor. Hypoxia-Inducible Factor, der entsteht bei Sauerstoffmangel in unserem Körper. Und die haben gefunden mehrere Mechanismen, die bestimmen, regulieren Funktionen von Mitochondrien, besonders Mitochondrien. Aber ich muss Ihnen sagen, dass die praktische Verwendung von Hypoxie als therapeutische Maßnahme ist schon lange bekannt. In Russland schon in 1970, das war schon klinische Anwendung von solchen hypoxischen Technologien, hypoxischen Protokollen. Also wir sehen hier, dass es passiert oft dann eine praktische Anwendung von neuer Technologie ist viel früher als theoretische Erklärung von dieser Technologie. Was passiert mit Mitochondrien in frühester Zeit von embryonaler Entwicklung? Dieses Phänomen war entdeckt bei unserer Wissenschaftler, bei Professor Jaroslav Chizhov. Ja, der hat gefunden, dass bei embryonaler Entwicklung oder da schon vor Befruchtung und während Befruchtung es gibt Schwankungen von Sauerstoff in Embryo und auch in Uterus. Hier sehen wir Schwankungen von Sauerstoff, Partialdruck von Sauerstoff in nicht schwangere Uterus. B ist auf dritte bis fünfte Tag von Schwangerschaft und C in die Gewebe vom Embryo. Also sehen Sie immer solche mechanistischen Schwankungen. Das war eigentlich mit Ratten, Experimente mit Ratten. Ja. Später es war auch bestätigt bei Mäuse, bei Katzen, bei Hunden und bei Menschen ist schon auch lange bekannt. Und das passiert nur im Embryo und im Uterus, weil in der Nähe, zum Beispiel im Intestin, in den Darm, Sauerstoff bleibt immer auf gleicher Ebene. Das ist ein Biorhythmus vom Sauerstoffpartialdruck in Uterus und in Fetal Tissues. Sehen Sie, Publikation von 81. Man hat heute schon verstanden, dass dieser Mechanismus kontrolliert eigentlich oder bestimmt oder reguliert diesen Prozess, die Verbesserung von mitochondrialer Qualität. Es gibt noch andere Komponenten, aber dieser Mechanismus ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und was passiert dann, wenn wir diesen Mechanismus ein bisschen stimulieren nach der Geburt, wenn embryonale Entwicklung ist schon vorbei und deswegen Qualität von Mitochondrien wird immer niedriger, ja, mit zunehmendem Alter. Dann simulieren wir solche Sauerstoffschwankungen und bekommen bestimmte positive Effekte. Empirisch, es war schon lange bekannt. Zum Beispiel, das war Höhentraining bei Athleten oder Pranayama bei Yogi oder Aufenthalt im Mittelgebirge. Alle diese Komponenten induzieren in Mitochondrien eine Erniedrigung vom Sauerstoff. Und Professor Chizhov war der Erste, der hat verstanden, das muss nicht kontinuierliche Hypoxie sein, aber genauso diese Pattern, die in der Natur existiert. Deswegen unsere Methode heißt intermittierende normobarische hypoxische Training. Heute, wir gehen schon einen Schritt weiter und wir machen auch eine hyperoxische Recovery, also nicht nur Hypoxie vom Normoxie, auch Hypoxie mit Hyperoxie. Und das verstärken wir
dieser natürliche Mechanismus. Was passiert mit Mitochondrien bei solchen Schwankungen, ist auch schon klar. Die gesunden Mitochondrien, die können solche Schwankungen überleben. Die werden noch stärker. Die beschädigten, mutierenden Mitochondrien können es nicht überleben. Die werden zerstört. Entsteht das Prozess von Mitoptose. Und Mitoptose ist einer der ersten Schritte von Apoptose. Also je mehr beschädigte Mitochondrien bekommen Mitoptose, desto schneller diese Zelle, entweder die geht in Apoptose oder die wird verjunget, weil beschädigte Mitochondrien, nicht schon deutlich weniger beschädigte Mitochondrien bleiben in dieser Zelle und dann entsteht eine systemische mitochondriale Verjüngung. So sehen wir, das war mehrere mutierende Mitochondrien in diese Zelle. Ja? Dann schalten wir an Sauerstoffschwankungen und wir können es noch verstärken mit kalorischen Schwankungen. Dazu die positive Effekte vom Fasten, verschiedene Formen von Fasten. Und wir sehen, dass weniger und weniger mutierende Mitochondrien bleiben in die Zelle. Die Zelle kommt in einen permanenten Verjüngungsprozess. Nur permanente, weil wir machen diese Intervention und dann Zellen bleiben in jüngeren Zustand. Machen wir Schluss mit dieser Intervention, natürlich alles geht zurück zum natürlichen sozusagen Alterungsprozess. Also dieser Prozess ist reversibel und wir können es kontrollieren mit unserer Intervention. Das hat eine riesige Auswirkung an alle körperlichen Systeme, an alle Gewebe, alle Organe und wir sehen systemische Effekte an alle wichtigsten Organe. Zum Beispiel, wir sehen Verbesserung von Neuromediatoren in unserem Nervensystem. Wir sehen Verbesserung von Blutversorgung, Revaskularisation in verschiedenen Gewebe, besonders wichtig Gehirn und Herz natürlich. Wir sehen Verbesserung vom Herz-Kreislauf-System. Wir sehen Verbesserung von Blutzufuhr in verschiedene ischämische Bereiche. Wir sehen verbesserte Verwendung von Eisen in unserem Körper und Laktatutilisation. Ja. Und wichtig auch, wir sehen Verbesserung, die Balancierung vom Immunsystem. Was ist immer wichtig, besonders mit fortgeschrittenem Alter. Und so weiter und so weiter. Also alle wichtigsten Funktionen von unserem Körper können verbessert werden mit die einzige relativ einfache Intervention. Ein bisschen über mich. Ja, ich habe mit dieser Methode schon lange sozusagen beschäftigt. Ich habe gearbeitet in Weltraumforschung in Russland. Und dann später habe ich gearbeitet auch mit Militärtauchern, mit also professionellen Tauchern. Dann seit 1994, ich habe in Heidelberg gearbeitet als Arzt und dann so weiter und so weiter. Habe diese Methode präsentiert in mehreren Konferenzen, habe auch viel publiziert über diese Methode. Also falls wollen Sie mehr wissen, dann können Sie vielleicht etwas in Google forschen über mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.